Ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim und der Hauptquest. Wir sind immer noch im Ustengraf. Da unten ist das Wort. What do you want? What for the front? Oh. Zu hoch, zu niedrig. Ja, danke. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man kein Zielkreuz hat. Ich will es nicht einschalten, ich finde das doof. Das stört mich, da habe ich die ganze Zeit da vor der Nase. Was haben wir denn hier? Ätherische Gestalt, stimmt. Ups, nein. Der Turm greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden noch jemanden verletzen. Na, aktivieren. Stimmt. Das finde ich gut. War dahinter nicht irgendwas? Jupp. Warte. Und? Gefällt euch das? Ja. Und dann gibst du mir nur 2 Gold, du Idiot. Eine vergoldete... Was? Vergoldete Ebenerzrüstung. Die der höchsten Gesundheit. Ebenerzrüstung. Das sieht doch aus wie eine Elfenrüstung. Vergoldete... Okay. Dann halt eben Erz. Ach, da bist du. Ich dachte schon, die würde da hinten stehen und aber laut die Klappe aufreißen. Mal oben noch mal umschauen. Das sieht schon irgendwie hübsch aus, so. Ja, Lüdi, ich wollte nur noch mal was gucken. Die Untoten und Skelette haben es hübsch hier. Lösung der zusätzlichen Magika. Was liegt hier? Okidoki. Ist die Rüstung so schwer? Ich gebe euch Deck. Ich bleibe hier und passe auf. Rennst du erstmal hier vorbei? Ja, ich hätte Wirbelwind benutzen können. Auch für das bisschen da. Immer gucken, ob hier nicht auch irgendwie Gänge waren. Man kam doch irgendwie darüber. Da nicht. Warte mal ganz kurz. Hatte ich nicht noch eine Fackel in der
Tisch. Nee. Ich hatte irgendwie im Kopf, hier wäre ein Schalter oder sowas gewesen. Nee. Aber hier ist noch eine Truhe. Keine Ahnung, irgendwie hatte ich das Gefühl, da wäre eigentlich noch ein Durchgang, weil ich komme, glaube ich, sonst gar nicht mehr dahin irgendwie. Nix. Das hier sieht aus wie eine Tür. Ups. Keine Ahnung, irgendwie. Das war aber hier kein Schalter oder sowas. No. Gut. Lüdi, dann gehen wir mal weiter. Wir brechen ab. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ja, quassel nicht so viel. Komm mit. Ah. Was ist hier oben? Ein Gegner. Lohnt sich das Ausholen gar nicht. Das da wollte ich eigentlich. Das ist hier kein Schalter oder sowas? Ne. Auch hier nochmal einmal umschauen. Okidoki. Nee, Wirbelwind. Sprint. Ach, habe ich schon. Ja. So. Julia, du kannst mir mal einen Gefallen tun. Also, du stellst dich auch mal ein bisschen doof an, muss ich sagen. Oder. Bin immer noch da, wie ihr wünscht, Tane. Was? Wir brechen, wie ihr wünscht, Tane. Ich Ich sag, werde euch mit meinem Leben beschützen. du sollst hier warten und die, Nein, 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 nein. Boah, Mist. Jedes Mal. Geh weg. Vorsichtig. Gut, gut, gut. Das hätten wir schon mal. Achso, wir speichern mal zwischendurch. Ich habe Ich habe kein gutes Gefühl bei ein dieser gutes Sache. Gefühl bei dieser Sache. Ja, das hat mir schon fast gedacht. Ei. So. Also irgend. Ja. Gut, Lüdi. Los, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch.
Oh, sollte vielleicht. Wo ist die Große da? Geringen Ausdauer und starken Heilung. Oh, ich konnte meinen Schrei gar nicht benutzen jetzt. I don't know why. I don't know. Gift. Achso, das kann ich auch. Ich kann Leute jetzt lautlos töten, indem ich sie vergifte. Taschendiebstahl habe ich nämlich gelevelt gehabt und kann jetzt Gift in die Taschen reinschmuggeln. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber plötzlich aufgehört, oder? Eine rätselhafte Notiz. Oh, was denn? Zufall. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Drachenzimmer, wollte ich sagen. Dachzimmer im Gasthof, schlafender Riese im Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Ein bisschen Gold kann nicht schaden. Ja, da hättest du aber ruhig die anderen auch mal killen können hier. Ach, da ist doch nichts. Da ist nichts drin. Na. So viel Gold liegt hier rum. Smaragd. Ich bin immer noch da. Wie kann ich euch dienen, Tane? Du musst was festhalten. Hast du die jetzt angezogen? Nee, ich habe schon gedacht. Sah im ersten Moment so aus, als wenn sie sie tragen würde. Warte mal. Wie soll ich das denn? Stab des... Ich habe zwei Stück davon. Was? So voll war ich. Ach. Dann bringt das gar nichts hier, die kleinen Sachen da. Wo ist denn jetzt diese... Da! Nimm das. Und nimm das. Wieso? Geht ihr voran? Sowieso. Ich muss ja in die leeren Uhren reinschauen. Ich gucke gerade nochmal hier draußen, dass ich hier nichts verpasse. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, nicht? Okay, dann gehen wir mal raus. Haben wir den Graf hinter uns gelassen? Einen Schrei haben wir gelernt, ein Wort gefunden. Und eine rätselhafte Notiz. Es hört sich immer so an, als wenn hier noch jemand wäre. Außer Lüdi. Gegner?
nicht so aus. Habe ich die eigentlich mir angeguckt? Ja, habe ich. Bin ja nochmal zurückgegangen. Habe ich vergessen. Ja, der hat ja immer noch die. Eispickel da im Gesicht. Habe ich. Ja. Noch ein Becher. So, hier soll nach Flusswald gehen, ne? Da werden wir eben. Beziehungsweise ich reise da eben hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und sehen uns dann mal unseren Freund mal an. Und fragen ihn mal, wo das Horn ist. Das möchte ich nämlich haben, das ist nämlich meins. Beziehungsweise das für den Graubärten, die wollen das haben. Ja, da kann ich einfach einer hinkommen und das wegklauen, das geht nicht. Okay, bis zur nächsten Folge dann. Bis dahin, ciao.